Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zum heutigen Gebet und zur Meditation. Das heutige Thema heißt: Wie kann ich im Hier und Jetzt leben? Wir leben gar nicht in der Gegenwart. Wir hängen entweder noch in Freude oder Enttäuschung am früheren Erlebnissen oder mit Hoffnung oder Sorge schon in der Zukunft. Ich habe gelernt, dass ich Gott nur im Hier und Jetzt begegnen kann. Ich erinnere nur daran, wie Gott sich Mose am Dornenbusch vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Denn ich bin nur im Hier und Jetzt. Jesus möchte, dass ich sorg- und ängstlos lebe. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der Morgentag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seine eigene Plage. Wachsam sein, da zu sein, im Augenblick, im Hier und im Jetzt da zu sein. Da bin ich zuletzt selbst. Was ich nötig habe für das Leben, welche Ruhe ich brauche oder welcher inneren Abstand, eine Zeit der Stille und des Aufmerkens. Es ist in der Meditation oder Kontemplation im Gebet. Vielleicht einfach nur in der Stille. Das ist mein tägliches Leben oder meine täglichen Meditation. Ich kann nur mein Heute gestalten. An gestern kann ich nichts mehr ändern und morgen ist noch nicht da. Im Hier und Jetzt ist Gott zu finden. Auch Glück, Freude, Zufriedenheit. Wenn ich Ja sage zum Hier und Jetzt und ganz da bin, öffnen sich mir die ungeahnte Reichtümer und Schönheit, die ich sonst übersehen hätte. Ich lebe im Hier und Jetzt. Ich genieße jeden kostbaren Moment, der mir gegeben ist. Ich habe einen himmlischen Vater, der sich gut um mich kümmert. Jeder Tag zählt. Herr, lass mich heute bleiben in dir, damit ich mitbekomme, was du sprichst, was du tust, was du willst, damit ich kooperieren kann mit deinem Wirken, damit das Reich Gottes erfahrbar und sichtbar wird für mich in meinem Leben und durch mich. Hier und jetzt, wo bin ich mit meinem Gedanken, bei wem, was gestern war, was mich gekränkt hat, was ich falsch gemacht habe, bei dem, was morgen sein wird, was mir Sorgen macht, was passieren könnte. So viel Unrast. Stopp. So nicht weiter. Zur Ruhe kommen. Vergangenes und Zukünftiges loslassen. Meine Gedanken zurückholen in die Gegenwart.
mich vorbehaltlos einlassen, auf gerade diesen Augenblick, jetzt. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied »Komm herein«. Komm herein und nimm dir Zeit für dich. Komm herein, vielleicht erkennst du dich. Komm herein, tu deine Sinne, deine Seele auf, denn dein Leben ist so reich, achte darauf. Komm herein, tu deine Sinne, deine Seele auf, denn dein Leben ist so reich, achte darauf. Lass es los, was dir die Ruhe nimmt. Lass es los, was dich so traurig stimmt. Lass es los, tu deine Sinne, deine Seele auf, denn dein Leben ist so reich, achte darauf. Lass es los, tu deine Sinne, deine Seele auf, denn dein Leben ist so reich, achte darauf. Wir sitzen aufrecht, ruhig, bewusst und offen für alles. Wer will, kann die Augen schließen. Eine Klangschale klingt. Wir hören zu. Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein, und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren.
Ich atme ein, dass ich einatme. Ich atme aus, dass ich ausatme. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir leben in Gottes Gegenwart und legen alles in seine Hände. Gott, du in mir und ich in dir. Du in mir und ich in dir.
Im Vaterunser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hörten wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gottes Segen und bleibt gesund.